Grüß Gott und herzlich willkommen. Sie sehen Salzi TV aktuell am Montag, den 5. August. Die heißen Tage der vergangenen Woche haben das Erdreich stark ausgetrocknet und dadurch die Waldbrandgefahr erheblich ansteigen lassen. Während der Löscharbeiten im Bereich des Madelgupfes in Steinbach am Attersee entdeckten die Hubschrauberpiloten einen zweiten Waldbrand im Bereich Mitterweißenbach. Die Lage ist so, dass wir also nur 3 bis 4 Brandstellen haben, die wir bekämpfen müssen mittels Hubschrauber, weil sie im steilen Gelände sind. Hier unten haben wir die Feuerwehrkräfte im Fuß des Berges. Die werden versuchen, das Schadholz, was hier unten liegt, dementsprechend zu benetzen, weil das Problem das ist, dass von oben, von der Brandherde, das Material herunterstürzt, zum Teil ganze Bäume, und die noch im Brand sind und hier unten das im Brand stecken. Rund 33 Grad im Schatten sowie das unwegsame Gelände fordern die im Einsatz stehenden Kräfte besonders. Erschwerend kam hinzu, dass sich im Weißenbachtal noch ein zweiter Waldbrand entwickelt hat. Es ist ungefähr eine Fläche momentan von 500 bis 600 Quadratmeter. Haben da von uns heraus jetzt einen Hubschrauber vorerst abgezogen und hineingeschickt in das Gebiet. Und da versucht man, dass wir das noch halten können. Wir haben da die Mannschaft eingeschickt. Wir haben aus dem Bezirk Monten Feuerwehren alarmiert, den zweiten Waldbrandstützpunkt auch alarmiert, damit sie das anschauen und dementsprechend auch hier Herr der Lage werden. Das Bundesheer unterstützt die Feuerwehr mit einem Black Hawk und einer Augusta Bell 212. Im Moment ist es eigentlich stabil. Es sollte kein Wind kommen, der dann diese Glutnester wieder weiter anfachen kann. Wenn das Wetter so bleibt, wird es die nächsten paar Tage noch kritisch sein wahrscheinlich. Und ideal wäre natürlich, wenn ein Regen kommen wird. Das wird die Lage drastisch entspannen. 21 Alpinisten hat die Feuerwehr seit Freitag aus dem Gefahrenbereich des Madelgupfs in Steinbach am Attersee in Sicherheit bringen müssen. Obwohl der Klettersteig wegen des Brandes behördlich gesperrt ist, wollen Wanderer und Kletterer offenbar Feuer schauen.